So Leute, willkommen zurück zu One Piece, Quatsch, zu Dragon Ball Z Kakarot, mein Gott. Ich bin noch ein bisschen müde. So, nachdem sie gerade ihr erstes Training bei Muten Roshi begonnen haben, hat Son Goku und Krillins erste Aufgabe nichts mit Kampfkunst zu tun, sondern besteht darin, Milch auszuliefern. Die beiden können keine Fahrzeuge benutzen, sondern müssen stattdessen springen, im Zickzack laufen, lange Treppen hinaufsteigen und Flüsse überqueren. Obwohl ihr Training gerade erst begonnen hat, sind sie verständlicherweise erschöpft. Allerdings warten auf sie noch anstrengendere Übungen. Ja, das ist doch mal schön. Das ist eine schöne Erinnerung. Das Milchkern-Training ist ja bis heute eines der beliebtesten. Von denen die Krillin und Goku machen mussten. War aber auch lustig, ne? So. Oh, ist das hier die Mutter von Bulma? Oder ist das die... Nee, Moment, das ist die andere. Ach, das ist die aus der Klasse. Die... Ist ein bisschen laut, oder? Ich wollte gerade mit Eraser reden. Obwohl, es geht eigentlich. Ich mache vielleicht ein kleines bisschen. So. Ihr habt es so gewollt. Bei euch halte ich mich nicht zurück. Für euch brauche ich keinen Fernkampf. Das ist unglaublich, der zweifache Super Saiyajin steigert die Nahkampfkraft enorm. Hallo Razor, Entschuldigung. Hat ein bisschen länger gedauert. Lass mich einfach in Ruhe. Jetzt komm schon, ich möchte nur ein einziges Date, das ist alles. Ich hab Nein gesagt. Hey, das ist die Razor aus der Schule. Sie scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Die Razor wird von einem Widerling verfolgt. Der große Sireman, Verteidiger des Rechts, wird das nicht zulassen. Große Frauenheld. Ja, ich muss sie retten. Lass mich in Ruhe, sonst rufe ich um Hilfe. Du bist süß, wenn du sauer bist. Und du hast keine Nase, oder ist das Ding, was du da auf der Stirn hast, deine Nase? Ist die verrutscht? Du da, weg von der jungen Dame. Siehst du nicht, dass du sie belästigst? Wer bist du? Ich bin der große Sireman, Verteidiger des Rechts. Der große Sireman? Was für ein Luschenname ist das denn? Und schau dir mal das Outfit an. Hast du eine Schraube locker, Kollege? Aufhören, kein Wort mehr. Vor dir habe ich keine Angst. Ich mach dich fertig. Warum hat seit neuestem jeder Maschinen, die Cell im Handumdrehen hätten töten können? Weiß keiner, ne? Wo die auf einmal alle herkommen. So. Sonst noch Fragen? Jetzt ernsthaft? Du hast meine Maschine zerstört, du Freak. Ich verschwinde von hier. Puh, endlich ist er weg. Ich hasse solche Typen. Hey, danke, dass du mir mit diesem Widerling geholfen hast. Du musst mir nicht danken. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Eraser. Was macht Videl denn hier? Ich habe dein Notsignal empfangen und bin so schnell wie möglich gekommen. Ist alles in Ordnung? Du kommst zu spät. Dieser Kavalier, wie heißt doch gleich der große irgendwas, oder? Verteidiger des Rechts, der große Sireman. Genau. Irgend so ein Ekeltyp hat mir zugesetzt, aber der große Sireman hier hat ihn vertrieben. Videl, sag hier bitte nicht, wer... Du willst, dass ich deine Identität geheim halte, oder? Na schön, ich spiel mit.
Puh, du bist der Retter in meiner Not. Hä? Moment mal, der Großzeiermann, ich glaube, von dir habe ich schon gehört. Du bist doch dieser Held, von dem alle erzählen, oder? Ja, das bin ich. Deine Stimme ist ziemlich angenehm und dazu bist du auch ganz schön groß. Du scheinst ausgesprochen stark zu sein. Wahrscheinlich könntest du mich vor jedem bösen Buben beschützen. Ich wette, dass du unter diesem Helm echt gut aussiehst. Was für ein Helm? Er trägt keinen Helm mehr, er hat nur noch ein Kopftuch. Eraser, vielleicht brauchst du mal eine Brille? Wow, hörst du das, großer Saiyaman? Das geht doch bestimmt runter wie Öl, oder? Nein, das ist mir ein bisschen peinlich. Und wenn du ein guter Sportler bist, habe ich noch mehr Interesse. Wenn du jetzt noch einen Führerschein hast, wirst du auf jeden Fall der perfekte Freund. Oh, oh. Also ja, lass uns rumfahren, nur ein bisschen. Was? Wir warten auf dich. Los, Videl, beeilen wir uns. Wie bin ich nur in diesen Schlamassel geraten? Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Auf das so ein Gohan verständlicherweise keinen Bock hat. Was wollen die denn jetzt? Freezer-Armee-Gesinde. Und halt Maschinen von Freezer-Armee-Gesinde. So. Gut. Ich wollte mal gucken, da unten hat ja noch was drin geschimmert, was man hier so alles finden kann. Ich hatte eigentlich mehr auf eine Erinnerung gehofft. Ich weiß zwar nicht, was hier für Erinnerungen sein könnten, aber ich weiß ja nie, wo sich hier irgendwelche Erinnerungen befinden. Also von daher wäre das ja eigentlich nur normal. Aber nee, hier scheint nichts zu sein. Zumindest soweit ich sehen kann. Hier gibt es noch irgendwelche Zwiebeln. Einen alten Mann. Es bringt mir nichts. Ich bin in einer Schaffenskrise. Egal, was ich tue, nichts gelingt mir. Ich kann mir meine Werke nicht mal mehr ansehen. Meine besten Werke liegen unter diesem Haufen begraben. Was für eine Verschwendung. Kann mir nicht jemand diesen Schrott wegschaffen? Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe mich zwar über den Schrott in meiner Werkstatt beschwert, aber wie konntest du mein Meisterwerk zerstören? Was? Es sieht denn in deinen Augen alles gleich aus? Kann etwa nur ich diese Unterschiede sehen oder bin ich zu pingelig? Nein, das kann es nicht sein. Entschuldigung für die Verspätung. Okay, hier ist er. Aber bist du nicht ein wenig forsch, Eraser? So, jo. Ich will nur sehen, wie er fährt, das ist alles. Okay, das dürfte der perfekte Ort für eine Fahrt sein. Hier stört uns niemand. Eigentlich kann ich fliegen, also muss ich nicht unbedingt. Fahren zu können ist ziemlich wichtig. Wenn man auf ein Date geht, muss man fahren, oder nicht? Wie bin ich nur in diesen Schlamassel geraten? Bom, bom, auf geht's. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie man fährt. Okay, das ist das Gaspedal. Ist super, weil ich ab Samstag ein Auto habe. Dann fahre ich genauso. Ich einen
Geschwindigkeitsstreifen verpasst. Zum Glück ist es hier nicht schlimm, wenn man andere Autos anfährt. Man kommt nicht sonderlich von der Strecke ab. Und das bremst einen auch so gut wie gar nicht aus. Aber ich finde, eigentlich fahren wir nicht schlecht. Also die Mission ist nicht sonderlich schwer. Okay, da habe ich einen großen Felsen jetzt gerammt. Ich glaube nicht, dass man für ein Date so fahren muss. Oh verdammt, da habe ich eine Rampe verpasst. Sehr gut, du siehst immer besser aus. Also, was jetzt? Yes? Du meinst, es kommt noch mehr? Natürlich, Dummerchen. Testen wir deine sportlichen Fähigkeiten. Hey, er war doch stark genug, um diesen Fiesling zu vertreiben, oder? Also müsstest du auch wissen, was er drauf hat. Er beherrscht Kampfkünste, aber ich will sehen, wie er sich im Sport schlägt. Okay, okay. Hey, großer Simon, geh zum Platz der Orange Star High School. Videl und ich warten da. Ich will hier unbedingt weg. Aber ich glaube nicht, dass ich damit davon komme. Also ich wäre einfach abgehauen. Komm, und wenn wir jetzt schon hier beim Rennen fahren sind, Einsteiger, möchtest du die Zeitangriff? Ah, hier ist nur Schwebeauto. Zeitangriff spielen. Kosten 500. Ja, komm, machen wir mal. Will ich einfach mal testen. Das ist wahrscheinlich die gleiche Strecke, die wir eben gefahren sind. 10 Kontrollpunkte. Ich möchte mal gucken, ob ich jetzt vielleicht ein bisschen besser bin. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja ein bisschen besser. Und ich glaube ja. Also bis jetzt schlage ich mich, glaube ich, echt gut. So. Ja. Okay, hier habe ich es ein bisschen verkackt. Ganz dezent. Okay, bis zur Rampe hier drüben. Okay, nee, die Rampe bringt absolut gar nichts. So. Das klingt irgendwie... Wahnsinn, neuer Rekord. Persönliche Bestleistung. Okay, Lunch ist... ist noch viel schneller gefahren als ich. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Das war bisher das beste Rennen. Du gehörst in die Ehrenhalle. Oh, da kriege ich Kram für. Das ist cool. Na gut. Ich nehme an, das Baseball-Minispiel ist noch übrig. Dann machen wir das halt. Also, wie sieht dein Plan aus, Eraser? Ich hatte an Baseball gedacht. Hey, du bist doch unsere beste Werferin beim Sport, oder nicht, wieder? Wie wär's, wenn du den Ball für den großen Cyberman wirfst? Hey Mädels, was macht ihr denn hier? Ihr wisst schon, dass heute kein Unterricht ist, oder? Ach, du bist Sharpener. Wir wollten herausfinden, welche Schlagfähigkeiten dieser Knabe hier hat. Dieser Knabe? Der große Cyberman, Verteidiger des Rechts. Hi. Der große Sire, wa? Haha, du bist der, von dem alle reden. Ja. Dieser Typ ist also Verteidiger des Rechts. Der Verteidiger des Rechts, von dem alle erzählen. Nicht besonders, sieht er nicht gerade aus. Hey, wenn ihr einen Werfer sucht, dann habt ihr ihn gefunden. Ich mach das. Oh,
Eigentlich wollte ich Videl fragen, ob sie wirft. Ja, ich habe gerade nichts zu tun, also lass mich doch werfen. Ich würde gerne sehen, was dieser Verteidiger des Rechts drauf hat. Es könnte lustig werden, diesen Typen noch mehr als Versager dastehen zu lassen, als er jetzt schon ist. Oh, okay, not so sharp, ne? Interessiert es eigentlich irgendwen, was ich möchte? Hey, legen wir los. Ich lasse nicht zu, dass du auch nur einmal triffst. Ich bin ja jetzt nicht besonders gut damit. Was für ein Dings musste ich nochmal? B ist schwingen. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Netter Treffer. Ja, damit habe ich ja eigentlich schon einen. Und damit habe ich noch einen netten Treffer. Allerdings ein bisschen weiter weg. Wow. Unglaublich, dass einer meiner Würfe getroffen hat. Natürlich hat er das. Immerhin ist er Son Gohan. Ja, Erasers Mission haben wir jetzt fertig gebracht. Beim Sport ist schon mal alles im grünen Bereich. Und du bist auch noch ein ziemlich guter Fahrer. Du hast auf jeden Fall den Test bestanden, um ein Freund zu werden. Freund, tut mir echt leid, aber. Also, wann ist unser erstes Date? Ich hätte jetzt Zeit. Ja, also. Das heißt ja, du willst gar kein Date mit mir? Das heißt es doch nicht, oder? Nee, ich meine nur. Eraser, ich glaube, er muss los. Ja, genau. Es gibt bestimmt noch Leute, die gerettet werden müssen. Die darf ich nicht im Stich lassen. Was? Entschuldige, aber hier trennen sich unsere Wege. Ah, du hast mir doch gar nicht deine Nummer gegeben. Tut mir leid, aber ich habe kein Telefon. Wie zur Hölle soll ich mich dann bei dir melden? Also. Was machst du denn, großer Cyberman? Musst du nicht irgendwo hin? Ja, ich muss los. Leb wohl. Und weg ist er, gerade als ich dachte, ich hätte den perfekten Freund gefunden. Videl? Was? Kennst du ihn etwa? Was? Ne, nein, wie kommst du denn darauf? Naja, du scheinst mir nur gerade irgendwie schlechte Laune zu haben. Hab ich überhaupt nicht. Hat sie auf jeden Fall. Was hast du denn? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Puh, das war knapp. Ein Glück, dass Wedel mir geholfen hat. Ich wollte nur Verbrecher bekämpfen, hatte keine Ahnung, dass ich auf ein Date gehen soll. Ja, Son Gohan. Wer die Brille trägt, ne? Ihr lasst mir jetzt aber erstmal ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht, mit Dragon Ball Z Kakarot. Bis dann, euer Wolf.